Você vê isso, cara. Okay, und rüber. Sind hier quasi die Quick Reaction Force. Ist haben wir hier ein Todesradar? Da. Oh oh. Ach, Bullshit. In der feindlichen Linie, Kosa. Ich brauch noch ein bisschen. Ha, hab's geschafft. Oh Mann! Warum wurde mir der Siegbildschirm nicht eingeblendet? Oh, wir haben schon gewonnen. Jetzt haben wir gewonnen. Boah, 67.000, okay. 135 Ehre. Ja, da haben wir nicht zu healen, ja. Ziemlich viel Ehre. Ja, ist es. Und da kommt man wohl ans Cap, bevor man 85 ist. Das ist ziemlich awesome. Sehr guter PvP-Einstieg. Wir können ja auch schon Gegenstände kaufen dann von Ehre. Ja. Vor Martin. So, Zorbo der Berater. Wollen wir das mal? Ich bin gerade bei den anderen hier. Schon fast da die Ausbreitung eindämmen und die Lösung des Problems. Okay. Vielleicht aber erst das Quest da unten noch abgeben, das Konsortium braucht er. Ja, da gibt es ja noch mehr Quests. Jo. Ja. Bei internationalen Wettkämpfen wird für den Feldkampf die sogenannte Hollandkugel verwendet. Was kann die wohl schwimmen? Überhaupt. Ne, ist keine Spoiler. Bin gleich wieder da. Dein 2-2-Partner, der spielt wohl StarCraft 2 jetzt immer noch. Das heißt, wir haben es da mit Real-Time-Strategy-Cannon zu tun. Ne? Ja, genieß.
Komm, schluck es voll. Weil die Quest hier im Mund machen im Raumschiff. Ich muss noch kurz was gucken, ja. Und weiter geht's. Ja, ich meine, Battlegrounds müssen wir dann eh machen. Da können wir jetzt auch schon. Ah. Wurde sogar mal erfahren. Genau, ich das überschneidet. Wo man zwei Panzer mit einem Panzerwerfer kaputt machen kann. Wie viel Munition hat zum Beispiel so ein Panzerwerfer? Nicht. Wie oft kann er so eine Salve machen? Weiß ich nicht. Aber ich glaube nicht so. Also so wahrscheinlich ein Dutzend Mal oder so. Wow, das ist ganz schön oft. Ja, also, ich wollte das so im Vergleich stellen mit denen, wie oft Tanks und so schießen können. Das ist ja schon viel öfter alles, als ich erwartet hätte. Ich wurde halt schon eingestellt, dass ein Mörser vielleicht 20 Schuss hat und so ein Panzerwerfer dreimal so eine Rahmen. Also die kleinen Mörser haben sowieso noch ein paar mehr. Und so Bazooka-Infanterie hat, glaube ich, 8 Schuss oder so. Wow. Aber, kalibertechnisch ist bei Panzern auch so, dass da schon wirklich eine Seite reinknallen musst. Naja. Als Minimum, ne? Das ist ja egal. Und selbst da kannst du dich so oft dann einen Treffer erwarten, also vielleicht Kette. Aber ja, schon geil. Ich weiß nicht genau, wie das ist. Ob, wenn ein Tank gerade einen Hügel hochgefahren kam oder so, und man engine-technisch die Unterseite des Tanks trifft und man da dann auch eine größere Chance hat auf einen richtigen Hit. Hab ich noch nicht so gehört oder gefunden. Einen richtigen Hit gelandet. Wir haben Flugmannscode, wusstest du das? Hm? It's all about the tradition. Muss man in die Höhle rein? Oh, der da. Nee. Dann wird die Community sehen, wie verbittert wir immer um jeden Sieg kämpfen. Denn die Community kennt uns nur als Spaßspieler. Spieler, die Freude am Spiel haben und daran ist, gemeinsam zu spielen. Oh. Doch wenn Competition dazu kommt, werden sie zu Tieren. Zu Tieren. Yo, mate, jetzt haben wir hier ein T-Shirt. Oh, eigentlich müssen wir Free on Freeze mit genau so einem Typen machen. Aus. Und wie nennst du dich? Ja, nö, ich nenne mich Odins Horbe. Okay. Haben die denn auch Munition? Wir haben da keine Munition. Ja. Wie funktioniert das hier? Muss man ihnen das auf seine Art und Weise erklären? Ja, das ist die NVA-Armee. Die haben Panzer? Ne, sowas hatten wir nicht. Das Spiel.
programmiere dann auch eine NVA-Mod, wo es genau eine Einheit gibt. Und vielleicht noch Stadtsicherheitsdruck oder so. Ich will schon mal den Boss. Hast du schon die Kristallfragmente? Jo. Okay, ich habe ja eine ergiebige Area, danach habe ich die vielleicht auch mal. Hätten. Können wir machen. Wir müssen auch hier loskommen von den Leuten. Ich habe diesen Gavax-Ding jetzt da gefunden. Ja, komm. Ist nicht so spektakulär, wie man sich das vorstellt. Sind wir näher? Ja. Hey, es ist. Hätte ich ja nicht mal gesehen, wenn er da gewesen wäre. Und der war da, oder? Komm, Dürnes, ja. Und jetzt loadet er nicht. Hinter uns. Soll ich lieber Tank gehen? Was meinst du? Ja, geh lieber Tank. So, das ist ein Gron. Okay, let's attack. Ach, ich werde ein bisschen mehr hier brüllen. Ach, scheiße. Jetzt müsste ich auch gleich Akku kriegen. Du altes Ungetüm, Ungeheuer. Deine letzte Stunde. Eine Stunde kann das hier dauern. Ich darf nur nicht über die Wand kommen. Oh.